Das alte Rathaus von Bamberg. Die Regnitz markierte einst die Grenze zwischen dem bürgerlichen Bamberg und dem Herrschaftsbereich des Bischofs. Da der Bischof den Bambergern keinen Platz zum Bau ihres Rathauses geben wollte, entschlossen sich die Bürger zum Aufschütten einer künstlichen Insel mitten im Fluss. 1387 wurde das Rathaus auf der Insel erstmals urkundlich erwähnt. Bei einer Pulverexplosion wurde das Gebäude jedoch weitgehend zerstört. 80 Jahre nach dem Bau des ersten Rathauses entstand der heutige gotische Bau. Nach 1744 erfolgte die Umgestaltung im Stil des Barock. In dem Zusammenhang entstanden die großen Fresken und die ausladenden Balkone am Torturm. Bei den Wandgemälden auf der Bergseite des Torbaus geht es um die Trauer über den Tod von Fürstbischof Johann Philipp Anton von Frankenstein. Seitlich abgebildet sind römische Herrscher und antike Gottheiten. Auf der Inselseite sieht man den Nachfolger Franz Konrad von Stadion, wie er in die Stadt einzieht. Der Maler Johann Anwander arbeitete hier nicht nur mit flächiger Illusionsmalerei. An einer Stelle ragt das Bein einer Putte aus dem bemalten Putz. Der Ratssaal im ersten Stock des Rathauses trägt eine Rokokodecke von Johann Jakob Vogel von 1745. Die Bilder an den Wänden zeigen Szenen aus dem Alten Testament. Gerechtigkeit des Joshua, Mäßigung von Esther und Xerxes, Rechtfertigung der Susanna und Weisheit von Salomon. Die Gemälde stammen ebenfalls von Johann Anwander. Die Rathausinsel ist mit den Ufern durch zwei Brücken verbunden. Die untere Brücke wurde 1020 erstmals erwähnt, dann aber im Lauf der Jahrhunderte immer wieder vom Hochwasser zerstört. 1739 errichtete Balthasar Neumann eine Brücke mit 5 steinernen Bögen. 1784 brachte ein Eisstoß die Brücke zum Einsturz. Die dort aufgestellten überlebensgroßen Figuren des Bildhauers Peter Benkert wurden von den Eismassen mitgerissen. Nur die Statue von Königin Kunigunde konnte gerettet werden. Sie steht heute in der Kirche St. Jakob. Eine Kopie nimmt ihren Platz ein. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges sprengten Soldaten der Wehrmacht die Brücke beim Versuch, den Vormarsch der alliierten Truppen aufzuhalten. Nach dem Krieg wurde sie nicht ganz stilecht durch eine Betonkonstruktion ersetzt. Flussaufwärts liegt die obere Brücke. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und gilt als eine der ältesten erhaltenen Gewölbebrücken weltweit. Auf dieser Brücke stehen eine Statue des heiligen Nepomuk sowie die barocke Kreuzigungsgruppe des Bildhauers Johann Leonhard Gollwitzer von 1715. Bei einem Gewittersturm im Sommer 2017 war die fast eine Tonne schwere Figur der Maria umgestürzt und dabei zerbrochen. 2018 konnte die Statue renoviert und wieder an ihren Platz gestellt werden. Seit 1995 befindet sich im alten Rathaus die Porzellansammlung Ludwig mit einer der größten Kollektionen von Fayencen aus Straßburg, Meißen, Berlin und Wien. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.